Liebe Freunde, geschätzte Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für die riesige Unterstützung, die der Kanton St. Gallen mir gibt. Das ist ein grosses Privileg und eine grosse Verantwortung. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Auch ganz herzlichen Dank an alle in der Partei, die gekämpft haben. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht überall so gut abgeschnitten haben, müssen wir umso mehr als Partei wieder mehr kämpfen, wieder mehr zu den Bürgerinnen und Bürgern rausgehen und uns für die Anliegen einsetzen. Und da geht es auch Schlag auf Schlag weiter. Schon im Mai wird die nächste Abstimmung sein, grosse. Das wird Begrenzungsinitiative sein, die sogenannte BGI. Jetzt, wo wir BDP praktisch nicht mehr im Parlament haben, kommt BGI. Merkt euch das, weil das heisst Begrenzungsinitiative. Und das möchte ich, dass wir die Zuwanderung in der Schweiz wieder könnt selber steuern können und nicht, dass jeder und jede in das Land kann einreisen kann, von der Sozialhilfe beziehen, so viel wie er will. Als nächstes grosses Thema, ebenfalls im 2020, wird die Abstimmung über das Rahmenabkommen kommen. Und das wird die grosse Abstimmung sein nach dem EWR. Über das Verhältnis Schweiz-Europa. Es wird der grosse Moment sein, wo man entscheidet, wird die Schweiz völlig an die EU angebunden oder sind wir weiterhin ein eigenständiges, unabhängiges, demokratisches Land, wo die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort haben. Und wir werden uns jetzt mit der UNS und ziemlich sicher auch mit der SVP voll auf diese zwei Abstimmungen konzentrieren. Und ich bin euch allen dankbar, wenn ihr da wieder mithelft, weil es geht weiter und wir kämpfen weiter. Also in dem Sinne vielen Dank, alles Gute und auf gute gemeinsame Zukunft.